Also ich weiß nicht, wie er das aber macht, also wie er anfängt. Ich fange quasi immer in den ersten Takten immer quasi direkt mit dem Main Part an. Also das heißt, ich baue meinen Track quasi schon hier in den ersten, in dem ersten Bar quasi schon fertig. Ja? Ich weiß nicht, steht THK für mich? Ist das gerade Schleichwerbung? Ja. Da kann man die kaufen. Bei Sipischer. So. Was haben wir jetzt erstmal hier? Kick, Bass ist klar, ein Hi-Hat-Loop ist auch klar. Ich setze dann immer unter den Hi-Hat-Loops nochmal quasi nochmal durchgehender Hi-Hats rein, um das einfach nur ein bisschen zu füllen. Weil sonst hört es jetzt irgendwie für mich zu leer an, wie so ein leerer Raum. Das heißt, mit einer Atmosphäre oder halt mit irgendwie mit einem anderen Top, was eigentlich auch für mich, woraus ich dann eine Atmosphäre baue, dass dieser Track einfach nur komplett ein bisschen voller anhört. So, nicht mal das Ding hier. Jetzt öffne ich den Equalizer, um einfach mal die Höhen daraus zu nehmen, die höheren Frequenz rauszufiltern. Weil das soll einfach im Hintergrund, ja, das ist nicht das Main-Ding, das soll einfach nur im Hintergrund, einfach nur die Fülle geben und den Track quasi ein bisschen tragen. Wie der Bass den Track trägt auch für mich halt dieser Top, der irgendwie den Track, einfach nur der füllt das quasi. Haben wir noch hier. Hier ist schon quasi das Rumgespielte, die Aufnahme. Den ziehen wir rein. Den nehmen wir jetzt nachher mit. Den packen wir nach oben erstmal. Der ist uninteressant. Markiert ihr eure Spuren quasi mit Farben? Macht ihr das? Welche Farbe hat bei euch die Kick? Schwarz. Schwarz? Schwarz, ja? Okay. Baseline? Rot. Ist das schon mal gut? Die Signalfarben, also schwarz, rot. Okay. So, die Tops sind bei mir immer halt in so gelblich-orange, so, weil es ist halt. Oh. Gut, bei euch sind sie weiß, bei mir sind sie gelb. Schön nochmal blau färben, den packe ich auch mal hier oben hin, weil da eigentlich. So, was habe ich hier? Synth ist das Main Thing. Was machen wir da raus? Machen wir da. Grün. Giftgrün ist gut. Ich packe hier nochmal, also ich mache nochmal quasi wie so eine Spalte rein, dass ich jetzt besser einen Überblick habe, was ist. Genauso wie hier. Dann haben wir den Kick und den Bass zusammen in einer Linie. Der Kollege muss auch noch grün werden hier. So. Was ich sehr oft mache, einfach sehr oft, eigentlich fast immer in jedem Track, ich packe auf jede Spur quasi immer einen Equalizer rauf, um später bei der Automation damit rumspielen zu können. Das heißt, ich meine, das ist eigentlich ein 0815-Ding, was eigentlich jeder macht, aber wie man es macht, etc., ich zeige es euch auf einmal. So. Was brauchen wir noch? Rides? Offene Hi-Hats? Snare? Nein. Wir wollen doch kein Tech-House produzieren hier.
Techno ist ohne Snare. Also ich meine, oder die Claps einmal auf den ersten gesetzt, das geht auch noch. Das können wir auch noch machen. Die hört sich schön schnittig an. So, wollen wir den mal gleich direkt mal auf die Kick setzen. Manche setzen immer Loops drauf, ich mach's nicht, ich kopiere es immer, mach's immer wieder rein. Das ist für mich einfacher, für mich halt übersichtlicher, bevor ich da irgendwie rumzuschnibbeln habe. Auch wieder ein Echo rauf, bisschen. Tiefere Frequenzen rausnehmen. Damit er sich nicht mit dem Bass da überschneidet, finde ich. Andersrum hört es ja immer noch viel klackiger an. Ich wollte auch die Clap soll ja auch nicht wieder im Vordergrund stehen. Soll nur auch nur wieder ein Träger sein. Aber eine Ride brauchen wir auf jeden Fall noch, oder? Da jetzt noch einen kleinen Reverb drauf, dass es ein bisschen smoother, ein bisschen sanfter anhört. Eigentlich haben wir jetzt schon alles für einen Track, was wir brauchen. Ja, ja, ist echt so. Vor allem, wenn du jetzt noch Vocals reinknallen willst oder sonst was, aber das kann man einfach, das sind ganz kleine Spielereien. Aber das ist eigentlich schon normalerweise der Grundstein für einen Track für mich. Aus so einem Ding mache ich dir jetzt einen Track fertig, eigentlich innerhalb von. Okay, ich will jetzt nicht mein Geil. Naja, hassen mich noch einige Leute hier oder so. Gut. Wollen wir noch irgendwelche Vocals reinmachen, damit es nicht so ganz langweilig ist? Nein, ne? Nee. Nein? Irgendwas noch, was fehlt? Synthesizer. Ich hab doch hier was drin schon. Reicht. Der reicht. Das ist die Grundidee vom Track. Wir haben ja hier oben noch das schön ausgebaute quasi, wo ich dann noch irgendwie das noch live aufgenommen habe. Das kommen wir auch noch gleich. So, fangen wir erstmal an dann quasi mit dem Aufbau. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal alles komplett immer und baue mir so einen riesen kompletten Block. Ich vergleiche das immer so wie so ein Holzartist, der so mit seiner Kettensäge so einen Baumstamm bearbeitet. Der hat ja auch erstmal so einen riesen Klotz da und dann fängt er an mit seiner Motorsäge immer Stück für Stück immer das Holz zu bearbeiten und irgendwann denkst du so, guck mal, was er daraus gemacht hat. So eine Eule mit Feinheiten, mit jede einzelne Feder mit der Kettensäge quasi. So kann man mich vergleichen, weil ich bin auch grob. Andere Leute würden jetzt sitzen, oh, wir gucken mal kurz das Spektrum an und dies und hast nicht gesehen. Nicht meine Aufgabe, dafür gibt es andere Leute, die das machen. Ich master meine Tracks selber nicht. Dazu nochmal zurückzukommen, ich master sie nicht, ich mische sie nicht ab. Abmischen tut meistens immer Emerson. Emerson für mich, das Mastering überlasse ich immer Sanhaji. Weil für mich, also Emerson, so wie er es abmischt, macht er es am besten für mich. Er kennt mich, er weiß auch, wie ich auflege. Und von daher, ich war immer zufrieden quasi, bin immer zufrieden, die Labels sind zufrieden. Und ja gut, bei Sanhaji braucht man nicht drüber reden, der ist ja sowieso der Master-Guru für alle großen Labels. Fast überall siehst du immer gemastert bei Sanhaji. Kackvogel, du. So, dann. Wie lange wollen wir ihn machen? 6 Minuten ist gut. Wie lange ist so ein Ding meistens?